Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Social Media A-Vorlesung, zehnte Ausgabe in diesem Semester und unsere vorletzte Einheit vor der Prüfungswiederholung. Ich habe zu Beginn dieses Semesters schon angekündigt, dass ich und zum ersten Mal, ich sage mal, aufgrund der, ja, glaube ich, kann man ohne Übertreibung so nennen, rasant zunehmenden Bedeutung des Themas auch Artificial Intelligence mit hineinnehmen möchte. Natürlich ist AI oder KI kein Thema, das ausschließlich die Online-Kommunikation oder die Social-Media-Kommunikation betrifft. Ganz im Gegenteil, eine klassische technologische Querschnittsmaterie, die viele Bereiche unseres Zusammenlebens und natürlich unserer Kommunikation verändern wird im Social Media Bereich oder ich, ich habe äh, in der Vorbereitung auf diese Vorlesungseinheit bin ich immer wieder auf Sätze gestoßen in verschiedenen Veröffentlichungen Artikeln in die Richtung Artificial Intelligence and Social Media are a match made in heaven natürlich tun sich solche Systeme oder anders gesagt solche Systeme die LLMs die Large Language Models wie ChatGPT funktionieren Immer dann sehr gut, wenn es darum geht, eine, ähm, ich sage mal, relativ bekannte Fragestellung, also beispielsweise das Erstellen von Inhalten zu einem bestimmten Thema, zu lösen und dabei auf eine große Menge an indexierter Information zurückzugreifen. Ich möchte in dieser Vorlesungseinheit mit Ihnen zwei Themen etwas näher erläutern. Zum einen für eine bessere ähm, historische, aber auch entstehungsgeschichtliche Einordnung, die Geschichte von Artificial Intelligence. Meinem Dafürhalten nach, wenn man mal die, die kurze Phase oder die Boomphase der Chatbots, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, in den letzten Jahren etwas weglässt, dann wurde AI in den letzten 12 bis 24 Monaten zu einem Mainstream-Thema. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass ähm, das Unternehmen OpenAI, ChatGPT, den mittlerweile meistgenutzten und, und bekanntesten Chatbot, in einer durchaus recht leistungsfähigen Version sozusagen der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Und damit auch ähm, vielen Personen, die bisher schlichtweg aufgrund des fehlenden Zugangs zu solchen Systemen nicht die Möglichkeit hatten, Gelegenheit gaben, mit AI zu experimentieren. Und wie bei vielen neuen Technologien haben wir da sozusagen zwei Sichtweisen. Zum einen die maßlose Überschätzung der Möglichkeiten dieser Technologien und ähm, zum anderen die Unterschätzung dessen, was die leisten können. Die Wahrheit liegt wie in den meisten Fällen wohl in der Mitte. Bevor wir uns mitten in äh, Medias AI-Res stoßen, noch eine kurze aktuelle Meldung. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, passt das sehr gut zu unserem Thema. Ich habe im Verlauf dieses Semesters bereits mehr als einmal erwähnt, dass äh, die aktuelle Entwicklung oder die Entwicklungen auf Twitter bei sehr vielen Werbekunden zu wenig Begeisterung führen bzw. auch dazu geführt haben, dass sich viele zu Beginn US-amerikanische Werbekunden und internationale Unternehmen von Twitter zurückgezogen haben. Der Grund dafür ist, dass Elon Musk seit der Übernahme, ich sage aus alter Gewohnheit Twitter, eigentlich heißt ja Ex mittlerweile, auch wenn die Domain nach wie vor Twitter lautet, zuerst einmal sehr viele Stellen abgebaut hat, ganz konkret im Bereich Moderation und Plattformsicherheit mit dem, wenn Sie so wollen, liberalen Imperativ und mit der Mission, Twitter zu einer Plattform für Free Speech zu machen. Auch das eine Entwicklungslinie, die sich natürlich historisch schon sehr viel länger durchzieht. Der äh, französische Gesellschaftstheoretiker, Philosoph Voltaire hat ja schon mal den berühmten Ausspruch getätigt und ich glaube, der lässt sich ganz gut auf Social Media übertragen, ähm, wenn. Hassrede der Preis für Meinungsfreiheit ist, dann bin ich bereit, diese zu ertragen. So lautet das Zitat ungefähr sinngemäß. Und bei Twitter ist es halt tatsächlich so, dass aufgrund der sehr laxen Moderationsrichtlinien sehr viele, nicht nur Verschwörungstheorien, sondern auch ähm, rechte, aber ganz konkret äh, verhetzende Informationen und Inhalte auftauchen. In der professionellen Marketingkommunikation wird häufig der Begriff Brand Safety verwendet. Der Kontext, in dem eine Marke auftaucht, spielt ja auch eine große Rolle. Und wenn Sie da jetzt beispielsweise ähm, Werbung schalten für Ihr Produkt, dann möchten Sie das im Normalfall in einem Umfeld, das auch zur Ideologie, zur Wertewelt dieses Produkts passt, platzieren. Das ist auf Twitter wohl kaum mehr gegeben. Und nun, wenn man so will, in einer zweiten Welle des, des äh, Rückzugs von Unternehmen. Hören auch immer mehr Marken und Brands auf, nicht nur Werbung auf Twitter zu schalten, sondern die Plattform organisch zu verwenden. Ein relativ prominentes Beispiel, und da gibt es im, im gestrigen Standard einen interessanten Artikel darüber, sind die Wiener Linien. Die Wiener Linien haben ja bereits sehr früh Social Media recht intensiv genutzt und unter anderem auch Twitter jetzt über viele Jahre verwendet um zum einen ja, halt die typische Servicekommunikation von öffentlichen Verkehrsbetrieben dort zu betreiben, also sprich ähm, irgendwelche technischen Probleme zu kommunizieren, Zugverspätungen und so weiter, aber auch für Kundenkommunikation. Die haben jetzt eben angekündigt, dass sie damit aufhören werden, aus genau den genannten Gründen. Der Account bleibt vorerst weiter bestehen, wird aber eben nicht mehr aktiv gespielt. Ähm, soweit ich weiß, können Kunden die Wiener Linien one-to-one, -one, also über Direct Messages dort auch ähm, weiterhin kontaktieren. Allerdings <laughs> empfehlen die Wiener Linien eben für die, ja, für die Informationen, die man, rund so, die man so braucht, rund um die Nutzung öffentlichen Verkehrs in Wien, die eigene abzuverwenden. Ist ein recht prominentes Beispiel und hat dann auch dazu geführt, dass der Standard sich einige andere Accounts angesehen hat, auch die großen österreichischen Telekommunikationsunternehmen. 3 beziehungsweise Hutchinson, A1 und, und uh, Magenta nutzen Twitter auch kaum mehr aktiv. Das Problem, das viele Unternehmen damit haben, und ich habe Ihnen in der Einheit über, den, über die DSGVO, über die Datenschutzgrundverordnung auch von diesen Folgegesetzen, von diesem uh, Digital Services Act berichtet, der zwingt ja die großen Plattformen nicht nur diverse Nutzungsdaten zu veröffentlichen, sondern auch ihr Moderationsverhalten bzw. die Meldungen und Gründe für die Entfernung von dubiosen, unpassenden, rechtswidrigen Inhalten recht genau zu dokumentieren. Auch das macht Twitter relativ lax und es gibt mittlerweile sehr viele dokumentierte Fälle, wo Unternehmen oder auch Einzelpersonen eben einzelne Tweets gemeldet haben, weil die eben gesetzlichen Bestimmungen äh, widersprechen oder weil es sich um verhetzende Inhalte handelt. Und ähm, man muss wohl traurigerweise sagen, fast in der Mehrzahl der Fälle. Kam Twitter diesen Löschaufforderungen nicht nach? Also, ja, es bleibt durchaus spannend, aber man könnte fast sagen, im Lauf dieses einen Semesters haben Sie da ein Anschauungsbeispiel, wie man eine einstmals durchaus recht populäre Social Media Plattform in Rekordzeit in den Boden fahren kann. Ganz interessant, das zu beobachten und ähm, natürlich auch ein, ein ganz klarer Fall dafür, dass diese, und das habe ich zu Beginn der Vorlesung erwähnt, diese Grenzlinie sozusagen zwischen der ähm, unmoderierten, freien Sprache natürlich nicht dort enden, wo Plattformen schlichtweg alles zulassen. Dieses Gleichgewicht terieren Betreiber unterschiedlich, aber ich sage mal so mit, der, mit dem sehr laxen Umgang dieser Moderationsverpflichtungen, zu denen sich die Europäische Union ganz klar bekannt hat, durch, äh, durch X bzw. Twitter ist es wohl vermutlich, so zumindest meine persönliche Einschätzung, nur mal eine Frage der Zeit, bis die Politik hier möglicherweise auch mit Strafen reagieren wird. Also kurz gesagt, wenn Sie Ihre persönliche Social-Media-Kommunikation ausbauen wollen, wäre Twitter nicht unbedingt der Kanal, auf den ich meine Chips setzen würde. Damit zum Thema Artificial Intelligence oder AI. Zuerst mal, wie gesagt, ein... Kleiner historischer Exkurs. Man muss sich natürlich fragen, was, äh, was ist Artificial Intelligence überhaupt? Der Name, den gibt es schon relativ lang, der wurde ja auch tatsächlich, in dem Fall, kommt ja häufig aus der Science Fiction, nicht von einem Autor, sondern von einem Wissenschaftler erfunden. Und eine recht gängige, kurze Definition ist. Artificial intelligence is a specialty within computer science that is concerned with creating systems that can replicate human intelligence and problem solving abilities. They do this by taking in a myriad of data, processing it and learning from the past in order to streamline and improve in the future. A normal computer program would need human interference in order to fix bugs and improve processes. In this definition, stecking eigentlich die wesentlichen Aspekte drin. Ein, eine Grundlage der Artificial Intelligence ist eben das erwähnte Machine Learning, die, äh, die eine Fähigkeit, in der uns Computer sehr, sehr weit voraus sind, die entsprechende Rechenkapazität fortgesetzt, können solche Systeme eine riesige Zahl von Daten, von Input analysieren. Und wir befinden uns praktischerweise. 2024, beziehungsweise auch schon in den Jahren vorher, an einem Punkt der Menschheitsgeschichte, wo eben ein ganz beträchtlicher Teil an verfügbaren Informationen nicht bloß in Bibliotheken, in schriftlicher Form festgehalten ist, sondern online und noch dazu frei zugänglich im Internet steht. Das heißt, einer der Gründe, warum gerade in den letzten Jahren diese LLMs oder Systeme wie ChatGPT so populär und leistungsfähig werden konnten, besteht darin, dass ausreichend Trainingsdaten, wenn Sie so wollen, im Internet vorzufinden sind. Die Art und Weise, wie solche Systeme lernen, ChatGPT oder ähnliche LLMs analysieren Millionen Artikel zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Artikel über Fußballberichterstattung. Und in einem, in, einem klassischen, in einem klassischen Computerprogramm gäbe es ganz genaue Anweisungen für diese Analyse. Solche Large Language Models arbeiten allerdings mit sogenannten Emergenten-Kategorien. Das heißt, die lernen selber, wie ist ein solcher Text aufgebaut, wodurch unterscheidet sich ein Bericht über ein Fußballspiel von einem satirischen Text. Und das funktioniert natürlich nur mit dieser riesengroßen Zahl von Daten. Der zweite entscheidende Punkt: AI-Systeme sollten in der Lage sein, sich selber zu verbessern. Wenn Sie sich überlegen, wie Computerprogramme aufgebaut sind, die werden in einer Programmiersprache geschrieben, welche auch immer, und dann in eine maschinenlesbare Form übersetzt und dann vom Computer ausgeführt. Im äh, Normalfall haben solche Computerprogramme keinen Zugriff, wenn sie so wollen, auf ihren eigenen Source-Code bzw. auf ihren eigenen Output. Sie sind nicht lernfähig, sondern ähm, neue Versionen werden in der Regel von den Programmierern selbst erstellt. AI-Systeme unterscheiden sich in dieser Hinsicht und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich, und sind zwar die zwei großen Kipppunkte, die Analyse von großen Datenmengen funktioniert sehr, sehr gut. Die Verbesserung dieser Systeme birgt natürlich auch, und das ist ja ein sogenannter Singularitätspunkt in der Entwicklung der Technologie, birgt natürlich auch Gefahren. Artificial Intelligence als Idee, als Konzept gibt es schon weit, weit länger als das Internet und in der Tat auch schon weit, weit länger als äh, leistungsfähige Computer verfügbar sind. Wenn man die ältesten Ursprünge zurückverfolgt, Kommt das Konzept sozusagen bereits erstmals dokumentiert, 400 Jahre vor Christus vor? Ähm, zurückgehend auf den griechischen Begriff Automaton oder Automaton. Die Grundlage natürlich auch unseres Wortes Automat. Und in der griechischen Sprache bedeutet, die, die, die bedeutet dieses Wort oder steckt die Wortwurzel ähm, etwas, das sich aus eigenem Willen ähm, bewegt drin. Die erste hat es noch nichts mit Computern oder AI-Systemen im klassischen Sinne zu tun, aber das erste dokumentierte Automaton war ein mechanisches äh, Schwein, kreiert äh, von einem Freund des Philosophen Plato, natürlich mit den relativ bescheidenen technischen Mitteln. Viele hundert Jahre später wurde ein ja, Erfinder, Philosoph, der unsere Kultur in, in vielerlei Hinsicht sehr entscheidend geprägt hat unter anderem auch durch seine vielen Automaten oder Automatons bekannt, nämlich Leonardo da Vinci, der eine Menge dieser Maschinen nicht nur am, am äh, Papier sozusagen gezeichnet hat, sondern tatsächlich auch gebaut. Die Idee, dass eine Maschine selbsttätig, wenngleich damals nur mechanisch umsetzbar sozusagen als eigenem Antrieb agieren kann, die ist also schon relativ alt. Der Begriff Roboter oder Robot. Geht auf den tschechischen Schriftsteller Karel Čapek zurück, der 1921 ein Science-Fiction-Roman oder genauer genommen eigentlich ein Science-Fiction-Theaterstück namens Rossum's Universal Robots veröffentlichte, in dem die Idee künstlicher Menschen eine große Rolle spielte. <laughs> Acht Jahre später hat dann der japanische Universitätsprofessor Makoto Nishimura den ersten japanischen Roboter gebaut mit dem Namen Gaku Tensoku. Uh, natürlich ohne sozusagen Computersteuerung. 1949, also relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, veröffentlichte der Computerwissenschaftler Edmund Callis Berkeley das Buch Giant Brains or Machines that Think. Und in dieser Veröffentlichung steckte erstmals der Vergleich des menschlichen Gehirns mit ähm, möglichen in naher Zukunft verfügbaren Maschinen drin. Anthropomorphisierung ist etwas, das sich durch die gesamte Geschichte der Technik zieht. Ähm, es gibt, es, oder es gab in Europa, in, in über weite Teile des Mittelalters, ein kirchlich geprägtes Verbot, Leichen zu sezieren. Das heißt, das, das Wissen über den inneren Aufbau des Körpers war relativ bescheiden, stammte, wenn Sie so wollen, nicht aus erster Hand. Und da findet man tatsächlich etliche Anatomiebücher und Skizzen, wo sich die Illustratoren eben vorgestellt haben, wie ein menschliches Gelenk funktioniert. Da gibt es ganz interessante Zeichnungen, beispielsweise von, von einem Ellbogen mit äh, Zahnrädern drin, angelehnt an die zur damaligen Zeit verfügbaren Technologien wie Flaschenzug und so weiter. Der Grund, warum ich das erwähne, ähm, mit dem Aufkommen oder mit der Entwicklung leistungsfähiger Computer zieht sich durch die Kulturgeschichte sofort diese Parallelität zwischen menschlichem Gehirn und Computersystem. Allerdings ohne, und daran hat sich bis heute relativ wenig geändert, ohne dass wir genau definieren könnten, was denn Intelligenz eigentlich ist. Sie wissen, es gibt Intelligenztests, die anlassbezogen verwendet werden, die messen bestimmte Teilaspekte. Kann das logische Denken, Assoziationsfähigkeit und so weiter gemessen werden, aber was letztendlich Intelligenz in, in uh, Summe ausmacht, ist für uns selber bisher zu einem gar nicht so geringen Grad durchaus ein Mysterium. Nichtsdestotrotz behaupte ich mal, dass in den 50er bis 80er Jahren sozusagen die uh, große Hoffnung oder die Idee darin bestand, dass man elektronische bzw. digitale Maschinen baut, die letztendlich die Struktur oder die Funktionsweise unseres Gehirns simulieren. Wenn Sie so wollen, die große Hoffnungsphase der Artificial Intelligence. In den 50er Jahren begann dann ein, ein äh, britischer Informatiker, dessen Namen Sie sicher schon gehört haben, nämlich Alan Turing. Immer mehr Papers zum Thema künstliche Intelligenz. Was bedeutet das eigentlich, wenn eine Maschine intelligent wird oder wie könnte man das messen, zu veröffentlichen? Und eines äh, seiner Kriterien, das bis heute eine große Rolle spielt in der Diskussion solcher Systeme, ist der sogenannte Turing-Test. Alan Turing, der bereits während des Zweiten Weltkrieges für die britische Marine an der Entschlüsselung der deutschen ähm, Enigma-Verschlüsselungsmaschine mitgearbeitet hatte, gibt es eine, eine sehr interessante Verfilmung dazu. Dem war durchaus klar, dass man Intelligenz nicht anhand eines Tests messen kann, dass man nicht einer Maschine ein definiertes Set von Fragen stellen kann und wenn sie die richtig beantwortet, kann man ihm sagen, ja, das ist jetzt eine intelligente Maschine. Deshalb wählte er einen indirekten Ansatz und zwar ähm, fordert sein Turing-Test oder besser gesagt definiert, definiert sein Turing-Test, dass eine Maschine dann als intelligent bezeichnet werden kann. Wenn ein menschlicher Interviewer oder Fragesteller nicht mehr in der Lage ist zu erkennen, dass es sich um eine Maschine handelt. Um diese Testbedingungen zu erfüllen, ähm, schlug Alan Turing eben vor, dass man so ein Setup baut, wo in zwei Räumen einmal ein, eine, ein Mensch, eine Person sitzt, im anderen Raum das zu testende AI-System, und der Fragesteller oder Interviewer stellt Beiden abwechselnd Fragen natürlich räumlich getrennt. Das heißt, das muss über ein entweder über Text funktionieren oder über sozusagen jemanden, der die Nachrichten austauscht. Und von künstlicher Intelligenz könne man dann sprechen, wenn eben dieser menschliche Interviewer tatsächlich überhaupt nicht mehr in der Lage ist zu unterscheiden, was wer oder welcher von den beiden ist die Maschine. Das ist ein, ein, ein Kriterium, das eben sozusagen weg von Konkreten messbaren Faktoren geht und das in der Analyse heutiger Systeme immer noch eine große Rolle spielt. Überlegen Sie sich das mal. Natürlich mit äh, ChatGPT würde diesen Test in elaborierterer Form nicht bestehen. Bei kleineren, kurzen Unterhaltungen ja, äh, kratzt es schon durchaus an diesem Kriterium. Dann ging es relativ schnell, Schlag auf Schlag. 1952 entwickelte der Informatiker Arthur, Sam, Arthur, Arthur Samuel, das erste Schachprogramm, also den ersten schachspielenden Computer. Und das war zugleich das erste Programm, das in der Lage war, selbst zu lernen, also sozusagen die ja, Fehler vergangener Partien in zukünftige Entscheidungen mit einfließen zu lassen. 1952 sozusagen der Beginn des Maschinenlernens und 1955 hielt dann john mccarthy in dartmouth eine große konferenz ab zu der auch die, die elite der damaligen informatikwissenschaft eingeladen wurde und auf dieser konferenz benutzte er erstmals das wort artificial intelligence also ai als idee gibt schon seit 1955 wie so oft fehlten damals natürlich die Technischen Kapazitäten. Auch das sollte sich in den darauffolgenden Jahren relativ schnell ändern. Bereits in den 50er, 60er und 70er Jahren schufen Informatiker viele wesentliche Grundlagen, unter anderem derselbe John McCarthy, der den, den Begriff Artificial Intelligence geprägt hatte, kreierte Lisp als eine Programmiersprache, die, sich, die speziell für die Programmierung von AI-Systemen entwickelt wurde. Das auch ermöglichte hier sehr viel schneller und flexibler zu experimentieren. 1959 prägte sein Kollege Arthur Samuel dann den Begriff Machine Learning, auch ein ganz wesentliches Konzept. Und eines der frühen Anwendungsfelder und selbst dafür aber das war kaum möglich mit der bescheidenen Rechenkapazität war ähm, <laughs> Text-to-Speech bzw. Speech-to-Text, also Maschinen beizubringen, unsere Sprache zu verwenden. Das kann mittlerweile jedes unserer Smartphones. Eine Zwischenstufe auf dem Weg zu Large Language Models waren die, die uh, ersten Expertensysteme. Edward Feigenbaum entwickelte diese Expertensysteme, uh, ist ein Name für ein spezialisiertes Computerprogramm, das eben solche uh, Lern- ja, selbst Lernfunktionen enthält. Und seit den 70er Jahren gab es dann auch in Stanford, am MIT und an vielen anderen Universitäten regelmäßige Konferenzen, in denen sich eben AI-Forscher austauschten. Der ein, ein uh, Wendepunkt und natürlich immer in Hand, in Hand zu betrachten mit der Leistungsfähigkeit dieser Systeme fand in den 80er Jahren statt mit Excon. Ja, betrat 1980 das, das erste Expertensystem den kommerziellen Markt und das war ein, relativ äh, trivial sozusagen. Es war ein lernfähiges System, das Kunden, die sich ihre eigenen Computer, ihre eigene Hardware äh, zusammenstellten, dabei half, die Systeme zu optimieren. Also erste Anwendung sozusagen im E-Commerce. 1985 wurde bei einer großen Konferenz der EEEI, eine Konferenz, die sehr prägend werden sollte für die, für die Entwicklung dieses Felds, das erste autonome Zeichenprogramm vorgestellt. Aaron, wenn Sie so wollen, ein früher Vorgänger, ein Ahne der heutigen generativen Bildverfahren. Und bereits 1986 stellte Ernst Dickmann und sein Team an der Bundeswehr Universität in München das erste selbstfahrende Fahrzeug vor, oder äh, Robotcar, wie es damals genannt wurde. Und auch das war mit Sensoren ausgestattet und eben in der Lage, weitgehend kollisionsfrei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h sich zu bewegen, auch dank eines lernfähigen Netzwerks. Nach diesen ersten, ja könnte man sagen, recht raschen Erfolgen, Kam es mal zu einer längeren Entwicklungspause in den äh, 80er, 90er Jahren? Wurde zwar sehr viel geforscht und Lisp weiterentwickelt, aber es gab eigentlich keine Systeme, die sich in irgendeiner Art und Weise weder für den Massenmarkt noch für spezifische Anwendungen geeignet hätten. Ein großer Wendepunkt, zumindest in der Wahrnehmung der, der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung der Gesellschaft, was die Leistungsfähigkeit solcher Computersysteme betrifft. Den gab es 1997, das war damals ein Riesenthema. IBM hatte Deep Blue entwickelt, ein sehr avanciertes, eben auch lernfähiges Schachprogramm. Und 1997 schlug Deep Blue zum ersten Mal Gary Kasparov, den damals regierenden Schachweltmeister. In den Jahren davor war es eine große Diskussion, ob es denn jemals möglich sein würde, dass ein Computerprogramm einen menschlichen Schachspieler schlagen könnte. Wie gesagt, Deep Blue beendete diese Diskussion. 1987 im selben, äh, 1997 im selben Jahr veröffentlichte Microsoft die erste auf breiter Basis erfolgreiche Speech Recognition Software. Das System war von Dragon Systems entwickelt worden, also die Möglichkeit eben Texte zu diktieren, dass diese Voice Recognition Software übersetzte diese Texte, diese gesprochenen Texte dann eben in geschriebene Sprache. 2000 entwickelte Cynthia Breazeal, Informatikprofessorin den ersten Roboter, der menschliche Emotionen simulieren konnte und 2002 fuhr dann bereits der erste Roomba, übrigens auch ein, ein diese Robotstaubsauger auch äh, lernende Systeme durch unsere Wohnzimmer. <laughs> 2003 schickte die NASA zwei Rover auf den Mars, Spirit und Opportunity, die befinden sich nach wie vor dort. Und ähm, das Besondere an dieser, abgesehen von der generellen technischen Komplexität von Weltraummissionen, bestand darin, dass diese Rover auch aufgrund der langen Distanz und, und eben daraus resultierender Schwierigkeiten bei der Funksteuerung sich selbsttätig tätig bewegten anhand von lernenden Systemen. Die große Boomphase, die wir auf, auf breiter Basis jetzt wahrnehmen, die hängt wie gesagt sehr, sehr stark mit, mit dem Erfolg von ChatGPT, mit OpenAI zusammen. Ähm, in spezifischen Anwendungsfeldern, sei es im, im äh, wissenschaftlichen Bereich oder in unterschiedlichen Expertensystemen, gab es bereits von 2012 bis 2020 sehr viele leistungsfähige Systeme. Und was wir jetzt natürlich gerade merken, die erste Phase dieser Chatbots, 2017 beispielsweise, ähm, <laughs> veröffentlichte Facebook die ersten zwei autonom agierenden Chatbots. Viele Unternehmen nutzen solche Systeme auch heute noch, um zumindest einen Teil der Kundenanfragen automatisiert zu beantworten. In der ersten Phase wurden diese Chatbots in erster Linie als, so man sagen, nicht unbedingt alternatives, aber zusätzliches Interface für Computer betrachtet. Und das stellte sich dann sehr schnell als, als äh, drastische Unterbewertung aus. Sie erleben gerade, und vielleicht haben Sie auch da einige den einen oder anderen Artikel mitbekommen, wie so ziemlich alle Interfaces, alle Schnittstellen, über die, durch die wir mit Computern interagieren durch AI sehr, sehr stark verändert werden. Google hat jetzt angekündigt, die mussten wieder etwas zurückrudern, weil das äh, doch noch bei weitem nicht so leistungsfähig ist wie gedacht, dass es in Zukunft keinerlei Suchergebnisse mehr geben wird, zumindest nicht auf der ersten Suchseite. Diese Suchergebnisse sollen durch AI-Zusammenfassungen ersetzt werden. Und wenn Sie beispielsweise eine bestimmte Frage haben, so äh, wie. Oder wie sieht ein, ein Abriss der ähm, Politgeschichte des Bundeslandes Steiermark von 1970 bis 1980 ab? Aus. Dann hätten Sie bisher, oder wenn Sie solche, solche Frage eingeben, bekommen Sie eine Reihe von Dokumenten, wo hoffentlich mehr oder weniger das Passende dabei ist. In dem, bei den neuen AI-Abstracts bekommen Sie einen on the fly, speziell für Ihre Suchanfrage, live generierten Artikel, der im Idealfall diese ganzen Informationen enthalten sollte. Google testet dieses System bereits. Auf Kritik ist es deshalb gestoßen, weil ähm, sich sehr schnell herausgestellt hat, dass diese AI-Zusammenfassungen zwar sehr viele Informationen integrieren können, Google hat ja eine sehr, sehr große Datenbank, aber wahnsinnig schlecht darin sind Satire von ernsthaften Informationen zu unterscheiden. Es gibt The Onion, eine bekannte britische Satire-Seite und eine dieser Antworten im, im Beta-Test, die recht stark Furore gemacht hat, hat eine Userin gefragt nach Pizzasauce, also Rezepten für Pizzasauce oder ich glaube es ging darum, wie man Pizzasauce etwas mehr eindickt, damit, nicht von der, damit die Tomatensauce nicht von der Pizza runterläuft. Und da kamen dann als Vorschläge eben Tomatenmark, was weiß ich, ein paar andere Sachen und äh, Glue, also Kleber wurde da empfohlen, ein wenig. Kleber der Tomatensoße beizumischen, sollte die auch, sollte auch die Konsistenz verbessern. Hat sich dann herausgestellt, dass es da mal einen äh, eben einschlägigen Satireartikel gab. Also wie gesagt, das, das sieht man schon. Natürlich auf der einen Seite setzt Google und setzen alle großen Tech-Unternehmen da sehr viel Hoffnungen rein. Auf der anderen Seite ähm, funktionieren die Systeme noch bei Weitem nicht so zuverlässig, wie man das eben gerne hätte oder wie wir es von der klassischen Informationsrecherche her gewohnt sind. Das hielt aber natürlich OpenAI nicht davon ab, 2020 ChatGPT zu veröffentlichen, damals noch in der 3er-Version Und ähm, ChatGPT ist kein Expertensystem im klassischen Sinn, sondern ein, ja, ist wohl ein offenes System, das sich für jede, grundsätzlich tendenziell mal für jede Art von Anwendungen eignet. 2021 startete dann auch Midjourney und beziehungsweise OpenAI veröffentlichte DAL-E. DAL-E geschrieben. Zwei, mittlerweile gibt es eine ganze Reihe mehr, aber zwei der populärsten sogenannten generativen Systeme, die in der Lage sind, aufgrund von entweder text, äh, textuellem Input oder Bildern, die man hochlädt, jede Form von Visuals, von Fotos zu generieren. In relativ kurzer Zeit hat sich das auch sehr, sehr stark ausgewirkt, wenn Sie, ähm, hängt von unterschiedlichen Plattformen ab, aber auf Twitter, besonders auch auf LinkedIn im Businessbereich, finden Sie mittlerweile sehr, sehr viele digital bzw. über AI generierte Visuals. Und mittlerweile hat sich da auch eine recht große Diskussion ergeben, inwieweit und ob die denn eigentlich gekennzeichnet werden müssen. Die großen Plattformen, LinkedIn war da die letzte, Meta und äh, sogar X und Pinterest haben das schon vorher etabliert, nutzen dazu den ähm, C2PA-Standard, heißt er. Und es ist ein, ein automatisch eingebetteter Code. Alle großen Anbieter von generativen Systemen haben sich dazu verpflichtet, die Bilder entsprechend zu kennzeichnen. Und wenn dann Meta eben feststellt, es handelt sich um ein AI-Bild oder um ein teilweise AI-generiertes Bild, dann bekommen diese Bilder einen kleinen tag mit zwei cba drauf um eben zu kennzeichnen hier handelt es sich nicht um echte inhalte authentizität in der kommunikation ist für uns ein großes thema sie kennen natürlich auch die diskussion über fakes und die, die möglichkeit identitäten zu faken. bei dieser kennzeichnung geht es jetzt weniger darum dass man ein bild das beim ersten Ansehen sowieso ganz klar erkennbar ist als, als AI-generiertes Bild, das nochmal zusätzlich kennzeichnet, sondern die Idee wäre eben eher zu verhindern, dass, ähm, ja, man, dass so man, man mit Fake-Inhalten eben entsprechend Falschinformationen verbreitet. Klingt in der Theorie recht gut, in der Praxis wird uns dieses System es nicht ersparen, weiterhin kritisch mit solchen Systemen, mit solchen äh, Themen umzugehen und eher auf unsere eigene Media Literacy zu setzen. Ganz pragmatisch, wenn Sie mit Dali oder mit Midjourney oder äh, Adobe Photoshop hat mittlerweile auch generative Funktionen, wenn Sie ein solches Bild generieren und nicht möchten, dass das gekennzeichnet wird, dann machen Sie einfach einen Screenshot, fügen den anschließend wieder ein und die Kennzeichnung ist damit verschwunden. Wird aber dennoch natürlich ein Thema sein, das uns noch lange Zeit beschäftigt. Wie bereits erwähnt, AI ist eine Querschnittsmaterie, mit der man alles Mögliche mal. Ach, tun kann von Datenanalysen, über Erstellung von Inhalten. Was sind jetzt aber die konkreten Anwendungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Social Media? Social Media ist ja ein äh, durchaus komplexes Feld. Wir haben uns im Laufe dieses Semesters über unterschiedliche, ich sage mal, Teilaspekte der Social Media Kommunikation unterhalten. In der letzten Einheit über, über äh, Monitoring und, und Social Media Listening bei der Inhaltserstellung in vielen Bereichen können uns da Social Media Tools ganz gut unter die Arme greifen. Was derzeit tatsächlich am schlechtesten funktioniert, ist die 100% automatisierte Erstellung von Inhalten oder das Auto oder sozusagen Content auf Autopilot zu erstellen. Aber es gibt eine Reihe von weiteren Anwendungsfeldern die bereits beim letzten Mal erwähnte Sentiment-Analyse, also die automatische Stimmungsauswertung dessen, was Social-Media-Nutzerinnen über ein Unternehmen, über die Produkte und Services eines Unternehmens sagen, funktioniert mittlerweile natürlich wesentlich besser. Die ersten Sentiment-Analysen beruhten auf, auf äh, einer relativ simplen Wortlisten. Also jetzt beispielsweise, wenn ein Tweet das Wort gut enthielt, dann wurde das als positiv gewertet. Auch hier große Schwierigkeiten, Zynismus zu erkennen. Mittlerweile sind LLMs sehr viel besser in der Lage, den konkreten Inhalt aus mehr oder weniger jedem Text zu entnehmen und ähm, Übersetzungen in ja, alle möglichen Sprachen sind da auch kein Thema mehr. Das heißt, diese Auswertungen werden mal viel genauer und natürlich haben auch die großen Anbieter in diesem Bereich in den letzten Jahren sehr rasch entsprechende KI-Funktionalitäten in ihre Produkte integriert. Ein zweiter Punkt, der häufig übersehen wird, sind Predictive Analytics. Gerade bei der Kampagnenplanung, bei der, beim Schalten von Anzeigen, also nicht bei der organischen Verbreitung durch den Algorithmus, ist die richtige Planung sehr sehr wichtig und AI Algorithmen auch ChatGPT Chat Chat sind sehr gut in der Lage aus früheren historischen Daten Muster zu erkennen und diese zu analysieren. Und das kann natürlich wiederum sehr stark helfen bei der Optimierung zukünftiger Iterationen. Automatisierte Erstellung von Inhalten, wie bereits erwähnt, in der, das würde ich meinen, das gilt sinngemäß ganz genauso für die Erstellung von Übungsarbeiten auf der Uni. Da kann man AI-Tools sehr, sehr gut nutzen zum Brainstorming, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, auch in der Quellenrecherche. Von der Zuverlässigkeit der Information her ist da natürlich immer ordentlich, ordentliche Skepsis angebracht. Und die zweite Sache, das kennen die von Ihnen vielleicht, die selber schon mit diesen Tools gearbeitet haben, obwohl jetzt ganz konkret ChatGPT, aber auch andere Systeme sind davor nicht gefeit, obwohl die natürlich mit einer wirklich sehr, sehr großen Datenbasis, mit Millionen Texten, die indexiert sind, arbeiten, neigen die dann doch immer wieder dazu, bestimmte Formulierungen sehr zu überstrapazieren. Ein. Äh, freund von mir, martin haunschmidt, der im it-security-bereich tätig ist, schreibt einen wöchentlichen newsletter, berichtet sehr, in sehr amüsanter weise über Hacks und so weiter. hat vor kurzem eine wirklich erstaunliche analyse veröffentlicht. und zwar hat er sich angeschaut, wissenschaftliche papers in, in dem fall in seinem bereich, im, im security-bereich müssen ja, wenn man beispielsweise ein paper für eine konferenz einreicht, zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten deadline eingereicht werden. Wie das halt so ist im Leben, manche machen das früher, viele erledigen so etwas eher auf den letzten Drücker. Und da hat jetzt angeschaut, wie häufig kommt das Wort meticulous, also meticulous, genau, benibel, in diesen Texten vor. Warum ausgerechnet dieses Wort? Weil ChatGPT äh, diesen Begriff, warum auch immer, wahnsinnig gerne und sehr viel häufiger verwendet, als er statistisch in Texten vorkommt. Und die interessante Erkenntnis dieser Analyse war, je kürzer der Zeitraum von der Einreichung zur Deadline, desto häufiger enthielten diese Texte eben das Wort meticulous. Wenn Sie sich vorstellen, das ist eine eine äh, sehr valide Annahme, dass man davon ausgeht, je mehr die Zeit drängt, desto mehr Teile dieser Texte wurden eben mit ChatGPT verfasst. Sind AI generierte Texte Immer hundertprozentig erkennbar? Nein, absolut nicht. Ich verwende es selber, ähm, ich, ich arbeite selber sehr viel mit ChatGPT und mich hat das auch schon zu Beginn interessiert, inwieweit man so etwas umgehen kann. Es hängt immer davon ab, wie detaillierte Instruktionen Sie geben. Ich zeige Ihnen dann anschließend ein paar Beispiele für die Prompts, mit denen ich arbeite und eine Methode ist ein Beispiel, Beispielsweise solche Wörter wie Meticulous, gibt es mittlerweile ganze Stopwortlisten, einfach zu exkludieren und ChatGPT zu sagen, verwende die nicht. Eine wesentlich elaboriertere Methode, und auch das ist mit diesen Systemen möglich, ist, ist es, denen eigene Texte zu geben, also eigene Texte hochzuladen und zu sagen, emuliere meinen Stil. Auch das macht das Ganze dann mhm. wesentlich weniger wiedererkennbar. Es ist so wie in vielen Fällen, je mehr Aufwand man reinsteckt, je Komplexer man die Prompts baut, desto individueller wird auch der Output. Identifikation von Influencern. Influencer-Marketing, sei es im Mikro- Makrobereich, ist für viele Unternehmen ein sehr, sehr relevantes Thema. L'Oréal beispielsweise setzt bereits seit zwei Jahren AI-Analyse-Tools ein, um sozusagen automatisiert neue geeignete Influencerinnen auf Pinterest beziehungsweise auch auf Instagram zu finden. Man braucht natürlich keine AI erstmal, um sich anzuschauen, wie hoch sind die Interaktionsraten eines Accounts, wie aktiv ist da die Community. Aber wenn Sie eine sehr große Zahl von Daten zur Verfügung haben, auch äh, historische Kampagnen, dann besteht die Stärke solcher Systeme natürlich in erster Linie darin, Patterns rauszufinden, an die Sie selber bei der Analyse vielleicht noch gar nicht gedacht hätten. Meiner Meinung nach, das ist jetzt ganz und gar nicht mein Kernkompetenzfeld, aber natürlich äh, Mustererkennung ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld in der Analyse sämtlicher soziologischer oder kommunikationswissenschaftlicher Daten. Können diese Systeme natürlich auch ähm, Zusammenhänge finden, an die man vielleicht als Forscherin, als Forscher selbst gar nicht gedacht hätte. Der fünfte Bereich äh, Trend, Monitoring. Ähm, AI-Systeme sind sehr gut darin, frühzeitig Trends zu erkennen, die natürlich Unternehmen dann auch in ihrer Kommunikation nutzen können. Ad-Targeting bzw. Personalisierung. Grundsätzlich, ob organischer oder werblicher Inhalt, je personalisierter eine Ansprache erfolgt, desto interessanter. Ähm, viele von Ihnen nutzen vermutlich Netflix. Diese Empfehlungen, die Sie bekommen, sieht man auch, dass die tatsächlich sehr unterschiedlich sind, wenn Sie auf einem Netflix-Konto beispielsweise zwei Nutzerkonten einrichten. Diese Empfehlungen basieren auf den Filmen, Serien, die Sie in der Vergangenheit konsumiert haben, werden aber auch abgeglichen mit allen anderen Netflix-Nutzerinnen. Und auch da sind AI-Systeme am Werk, um Ihnen eben die Empfehlungen anzuzeigen, die, Sie, die eben Ihrem Geschmack, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit entsprechen. Das sind eben wesentlich komplexere Systeme. Natürlich gab es das alles auch früher schon. Wenn jetzt jemand sich sämtliche Staffeln von Star Trek angesehen hat, dann ist es keine Rocket Science zu vermuten, dass diese Person wohl eine gewisse Neigung zu Science Fiction haben könnte. Hier geht es aber tatsächlich darum, nicht nur die Ähnlichkeit von sozusagen bestehenden Beschlagwortungen zu nutzen, sondern zu analysieren welche Nutzer haben sich welche Serien oder Filme bis zu Ende angesehen und daraus dann sozusagen auch Empfehlungen zu generieren, die nicht unbedingt so offensichtlich werden. Selbstverständlich die Bild- und Videoerkennung ist ein großes Thema ich zeige Ihnen dann im Anschluss ein paar Services, mit denen man ganz gut experimentieren kann. Eine Möglichkeit, sehr schnell Inhalte zu erstellen, und da gibt es eine ganze Reihe von AI-Services, die darauf spezialisiert sind, besteht ja beispielsweise darin, einen bestehenden YouTube-Kanal und bestehende öffentliche Informationen zu analysieren und daraus sozusagen genau die Teile, die gut funktionieren, zu remixen. Dasselbe, was ich für, für ja, was für Social Media Monitoring gilt, gilt natürlich auch für Social Media Listening, wenn Sie sich erinnern an die letzte Einheit, in der Terminologie ist der Hauptunterschied, das Monitoring bezeichnet man normalerweise die bloße Beobachtung, während beim Listening auch die, die aktive Ansprache dazukommt. Unilever, ein sehr großer Konzern, einer entsprechend großen Bandbreite an Produkten, nutzt seit eineinhalb Jahren AI-Systeme, um automatisiert sozusagen relevante Konversationen zu identifizieren, bis zu dem Punkt, wo dann eben ein Service-Mitarbeiter, wenn es denn notwendig ist, antwortet. Chatbots im Kundenservice mittlerweile schon relativ etabliert. Wenn Sie eine Auskunft brauchen ähm, von großen Anbietern zu einer Bestellung, beispielsweise von Amazon, wenn Sie auf LinkedIn eine Supportanfrage stellen, bevor Sie überhaupt zu einem menschlichen Mitarbeiter kommen, versucht erstmal der Chatbot, das Problem zu lösen. Sie wissen ja, viele Probleme wiederholen sich, das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter, spart den Unternehmen aber natürlich enorm viele Ressourcen. Bild- und Texterkennung geht natürlich auch so weit. Die ChatGPT, die ChatGPT 4, das wir jetzt gewohnt sind, kann nicht nur Texte analysieren, sondern sie können mit der Premium-Version, das soll aber, glaube ich, jetzt mit der, mit der nächsten Version für alle verfügbar werden. Sie können auch Daten hochladen, seien das jetzt Excel-Sheets oder Videos oder Bilder und diese Daten analysieren lassen. Das ermöglicht natürlich noch ganz andere Remix-Kapazitäten. Aber damit in mehr dieser Systeme zeigen, Perplexity, kennen Sie vielleicht? Die machen eigentlich das, was äh, Google sich jetzt eben auf die Fahne schreiben möchte: die, das Ersetzen der, der Suchergebnisse durch ja, AI-generierte Zusammenfassungen ganz gut. Ich kann hier zum Beispiel so etwas fragen wie: How can AI-Tools assist Social Media Managers? Und anders als bei Google, wenn ich diese Frage jetzt abschicke bekomme ich eben keine Liste von Ergebnissen, sondern Sie sehen, da wird hier live generiert, eine recht taugliche Übersicht über die wichtigsten Anwendungsbereiche und dann noch verwandte Informationen dazu. Ich denke, wenn man sich schnell einen Überblick über ein Thema verschaffen möchte oder muss, ganz besonders natürlich bei Themen, wo man selber nicht besonders gut eingelesen ist, Perplexity, ja, durchaus so viel wert wie ein persönlicher Assistent, der mal die Informationen zusammenträgt. Wirklich fantastisches Tool und ähm, äh, kommt wohl deutlich näher an, an dieses äh, Paradigma von Information at your fingertips als die klassische Google-Suche, die wir gewohnt sind. Ähm, Perplexity durchsucht nicht nur Text, sondern jetzt hier auch in dem Fall einschlägige Infografiken bzw. Videos und Sie können hier mit der Premium-Version ihre Ergebnisse auch gleich als Bild generieren und dann weiterverwenden. Zu ChatGPT komme ich später gleich nochmal. Vermutlich wohl das universellste Tool. Aber auch beim Leseverhalten haben AI-Systeme sehr, sehr viel geändert. Die Viel Leser von Ihnen, beziehungsweise die von Ihnen, und ich glaube, das ist bei, bei vielen von uns natürlich so, bei denen sich die Informationen, die wir konsumieren, sehr stark verteilen über unterschiedliche Plattformen von, von E-Book-Reader bis hin zu Webseiten, Social Media und so weiter. Für die ist Readwise gemacht. Man kann da mehr oder weniger auf jedem Device sozusagen Texte markieren, snippen und in die eigene Bibliothek reinwerfen, ohne sich viel Gedanken über Beschlagwortung oder Strukturierung zu machen. Die gesamte Sortierung übernimmt ein AI-Algorithmus im Hintergrund. Snipped ist dasselbe für Audiobooks. Früher relativ mühsam, wenn Sie viel Podcast-Hörerin oder Podcast-Hörer sind und Sie wollten sich irgendwas notieren, waren Sie mehr oder weniger gezwungen, Ihr Gedächtnis sehr gut zu trainieren oder sich eben gleich entsprechend eine Notiz zu machen. Mit Snip markiert man die Passagen, die werden dann auch natürlich automatisch von Audio zu, zu Text übersetzt und auch zentral gesammelt. Notion ist jetzt kein klassisches AI-Tool, sondern eigentlich eine recht flexible Datenbank, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Informationen sehr intuitiv zu verwalten. Sie kennen das klassische Zettelkastendilemma, da hat sich auch Niklas Luhmann sehr viele Gedanken dazu gemacht. Notion ist, wenn Sie so wollen, ein, ein, äh, Multi, eine Datenbank, auf der Sie multidimensionale äh, Zettelkästen ganz nach, nach Lust und Laune anlegen können und auch externe Informationen inkludieren und sich dann auf Knopfdruck von KI-Tools zusammenfassen lassen. Wenn Sie eine umfangreichere Recherche betreiben, kann es ja relativ zeitintensiv sein, weil eine große Zahl von Artikeln schnell zu scannen, auch das übernehmen solche Tools recht gut automatisiert. Genau in dieselbe äh, Quelle schlägt auch HAPA. HAPA AI bezeichnet sich selber als Your Browser's Mind und im Prinzip ist das ein Executive Summary Tool für Webseiten. Es gibt es als, als uh, Chrome-Extension. Ist, können Sie sich kostenlos installieren und Chrome bekommt dann einen neuen Button, der eben Webseiten sehr, sehr schnell zusammenfasst und auch verwandte Ressourcen dazu anzeigt. Also klassisches äh, Anwendungsbeispiel. Sie haben einen langen zehnseitigen Artikel, sind auf der Suche nach den drei Kernaussagen, macht das Ding auf Knopfdruck und spart Ihnen damit im besten Fall eine Menge Zeit. Weil Large Language Models mit Text sehr gut funktionieren, ähm, hat sich natürlich auch im Bereich Rechtschreibung sehr viel getan, beziehungsweise wenn Sie an das klassische Microsoft Word denken oder Microsoft Office. Die dort integrierte Rechtschreibprüfung tut ja im Wesentlichen das, was Ihr Name sagt. Sie identifiziert Rechtschreibfehler, Verdipper, äh, allenfalls noch Grammatik und Satzzeichenfehler. Solche Tools wie Killbot, und ich habe mich hier bemüht, Ihnen möglichst die, die kostenlosen nutzbaren oder kostenlos auch gut nutzbaren Tools rauszusuchen, äh, Killbot geht noch viel weiter, findet natürlich auch Rechtschreibfehler, aber Sie haben hier auch die Möglichkeit, Sie sehen es hier in dieser Navigationsleiste, unterschiedliche Stile auszuwählen. Das heißt, Sie schreiben Ihren Text und sagen dann, ich möchte, dass der Natural klingt, also wie gesprochene Sprache von einem Native Speaker oder akademisch oder einfache Sprache oder kreativ. Ich möchte meinen Text verlängern oder kürzen. Das heißt, diese Tools zielen darauf ab, dass wir selber eine gute Idee haben, aber die Stilistik können sie zu einem gewissen Grad uns durchaus abnehmen. Mittelfristig oder langfristig ist das eine Entwicklung, die wir genauso im, derzeit schon recht stark im Bildbereich, aber in, in sehr, sehr absehbarer Kürze auch im Videobereich sehen werden. Die Kreation von Inhalten reduziert sich, und das ist etwas, das ich persönlich sehr positiv finde an diesen Tools, auf die menschliche Kreativität. Die technischen Kenntnisse werden immer unwichtiger werden. Sie werden in Kürze, CapCut, <coughs> der, der Video-Editor von TikTok, verwendet sehr viele AI-Versionen, wird in Zukunft auch B-Rolls integrieren, also automatisch generiertes Videomaterial. Sie werden in sehr absehbarer Zeit um ein Professionelles Video zu produzieren nicht mehr auskennen müssen mit Videoschnitttools und Ähnliches gilt für Photoshop. Ähm, als ich begonnen habe mit Photoshop zu arbeiten, da war es noch, ja, da, da musste man eine Menge Tricks und Kniffe kennen und auch sehr viel Geduld haben. Vielleicht haben Sie mal vor dem AI-Zeitalter eine Person mit mit im Wind wehenden Haaren freistellen müssen, viel Mausgeklicke, all das geht mittlerweile auf Knopfdruck. Natürlich nur deshalb, weil diese Tools eben genau erkennen, wo ist die Person, welche Pixel auf dem Bild gehören zu dieser Person. Genau dasselbe, Video braucht höhere Rechenleistung, erleben wir derzeit auch im Bereich Bewegbild. Grammarly ist auch eines dieser, es gibt es interessanterweise schon etwas länger als, als ChatGPT, ist auch ein Grammatik-Rechtschreib-Stilistik-Tool, das sich in alle möglichen Windows-Programme integriert. Uh, Language-Tool ist sozusagen die kostenlose Variante dazu, beherrscht auch eine ganze Reihe von unterschiedlicher Sprachen. Das heißt, man kann das sowohl nutzen, um Rechtschreibfehler zu korrigieren, als auch ja, eben, um in unterschiedlichen Sprachen zu kommunizieren. Ich habe das mal ausprobiert auch, weil es mich interessiert hat, wie sich das anfühlt sozusagen. Auf Social Media Plattformen mit Personen, die beispielsweise in, in Japanisch oder so dort schreiben, in Japanisch zu kommunizieren. Man muss halt jedes Mal hin und her übersetzen, funktioniert aber tatsächlich erstaunlich gut. WordTune ist ein ganz, ähnliches Pool, äh, ein ganz ähnliches Tool. Ebenfalls eine interessante Anwendung, wenn Sie so wollen, ein Second Generation Bot ist Dante. Das ist ein Chatbot-System, das Sie auf Ihrer eigenen Webseite installieren können und das dann im Wesentlichen Ihr digitales Ich emuliert. Das funktioniert dann am besten, wenn jemand bereits eines oder mehrere Bücher geschrieben hat oder entsprechend, äh, über einen entsprechend großen Korpus von Texten verfügt. Der Chatbot wird dann damit trainiert und ich zeige Ihnen mal, ein Kollege von mir, der Richard Bliss, der verwendet den auf dieser Homepage, der hat äh, vier oder fünf Bücher geschrieben zum Thema digitale Kommunikation, Online-Marketing und so weiter. Und dieser Chatbot kennt sozusagen ja eben alles, was er in seinen Büchern geschrieben hat, plus einige hundert äh, Artikel, Social-Media-Updates und so weiter. Und Sie können sich jetzt mit ihm und ich fange mal mit einer ganz trivialen Frage an: How are you today? Weniger spektakulär, da wird jetzt auch nicht viel Signifikantes dabei rauskommen. Spannender wird es dann natürlich. wenn man nach inhaltlichen Themen fragt. Natürlich in dem Fall sinnvollerweise zu einem Thema, das mit den Büchern in Zusammenhang steht. Das mag jetzt, das mag jetzt zwar so wirken wie eine typische, relativ generische Antwort von ChatGPT, aber tatsächlich sind das im Wesentlichen ungeschriebene Parts aus seinen eigenen Büchern bzw. Artikeln. Finde ich auch eine ganz interessante und charmante Spielerei. Führt natürlich auch dazu, dass die Ausgabesprache, wenn Sie so ein Tool mit ausreichend viel Text trainieren, sehr nahe an der Sprache des originalen Autors liegt. Postwise ist eines der Tools, das ich Ihnen kurz stellvertretend zeigen möchte, für, für viele solche Systeme, die sich eben genau das auf die Fahne schreiben, generiere auf Knopfdruck virale Social Media Inhalte. Mag ganz nett sein zur Inspiration, aber für eine tiefere ähm, Beschäftigung ist es dann doch unerlässlich, dass wir uns sehr genau überlegen, wofür sich unsere Zielgruppe interessiert. Für meine eigenen Inhalte habe ich mir angewohnt, die eigentlich immer standardmäßig durch diese ablaufen zu lassen. Die ist kostenlos und sehr empfehlenswert. Ähm, Hemingway, der outdoor boxer cocktail -Connoisseur, hatte eine ganz klare Meinung dazu, wie Sprache funktionieren sollte. Natürlich in seinem Fall im literarischen Bereich. Ernest Hemingway war ein großer Fan von einfacher und konziser Sprache und hat ein Set von Regeln definiert, die man eigentlich auch in den meisten Copywriting-Empfehlungen findet. Möglichst wenige oder idealerweise gar keine Füllwörter, alles weglassen, was nicht zur Aussage des Textes beiträgt, wenig Adjektive, ähm, keine Negativaussagen, sondern möglichst äh, positiv formulieren. Also anstatt, du sollst nicht den ganzen Tag herumsitzen, du. Du sollst dich mehr bewegen, also nicht aus Texten eliminieren, ähm, kein Passiv verwenden. Die Anwendung dieser Regeln macht Texte leichter lesbar, leichter verständlich und eignet sich auch kurz gesagt sehr gut für Social-Media-Inhalte. Es ist jetzt ja gerade so, dass man bei eigenen Texten da oft betriebsblind wird und schon mal einen Passivsatz oder so übersieht. Und diese Hemingway-App schreibt Texte eben entsprechend dieser Hemingway-Regeln um. Also Reduziert sie in Komplexität, macht sie einfacher, verständlich, ohne deswegen ihren Sinngehalt zu beschädigen. <laughs> Opus Clips ist eines dieser Services, das sich ähm, auf, bestehen, auf bestehende Inhalte setzt, um diese zu remixen. Das heißt, Sie können Opus Clip den Link zu einem YouTube-Video geben oder auch ein bestehendes Longform-Video direkt hochladen und der macht Ihnen dann Je nachdem, 1, 2, 3, 4, 5 typische Kurzclips für TikTok, Insta-Stories oder andere Plattformen draus. Bei solchen Tools ähm, muss man natürlich trotzdem bedenken, was, äh, oder sozusagen müssen natürlich Copyright- bzw. urheberrechtliche Einschränkungen trotzdem bedacht werden. Ähm, CapCut haben vermutlich viele von Ihnen schon verwendet. Tableau wäre auch so ein Tool, mit dem man Inhalte erstellt. Die Budgets von den meisten von Ihnen sind vermutlich durchaus beschränkt und ähm, es ist schon mal verlockend für alle möglichen Anwendungsfälle ein Abo abzuschließen für, für ein spezialisiertes AI Tool. Ich persönlich arbeite wie bereits erwähnt am meisten eigentlich mit ChatGPT. ChatGPT hat für Premium Nutzer und diese Funktion wird jetzt in Zukunft ja für alle verfügbar sein und damit sollten Sie sich auf jeden Fall eingehend beschäftigen, die Möglichkeit sogenannte Custom GPTs anzulegen. So wie äh, kleine Fix-Prompt für Aufgaben, die man immer wieder erledigen muss. Ich habe mir beispielsweise für diese Hemingway Regeln einen solchen Custom GPT geschrieben und das macht natürlich dann Sinn, wenn sie immer wiederkehrende Aufgaben haben, wenn sie beispielsweise sich ein Rechtschreibprogramm erstellen wollen, das bestimmte Dinge berücksichtigt. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte, dass meine Überschriften maximal vier Wörter lang sind. So können Sie sich das genau selbst so hinbasteln, wie Sie das möchten. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch zeigen, weil ich glaube, die Slides werde ich Ihnen danach hochladen ins Moodle, dass das für Sie praktisch am besten anwendbar ist. Drei Möglichkeiten, wie Sie gute und leistungsfähige ChatGPT Prompts schreiben können, die eben nicht zu den typischen langweiligen Outputs führen. Und zwar funktioniert das am einfachsten, indem Sie, egal ob Sie jetzt Prompts für eine Einmalverwendung erstellen oder solche Custom GPTs schreiben, wenn Sie sich an die Struktur, Role, Scope, Style und Task halten. ChatGPT und andere LLM-Systeme sind ja, generische Input-Output-Systeme, die aufgrund einer, einer großen indexierten Datenbasis Inhalte sehr gut remixen können. ChatGPT selber kann alle möglichen Rollen einnehmen. Ich glaube, es ist sehr leicht einzusehen, wenn ein Volksschulkind einen Aufsatz über ein Thema schreibt äh, und ein Wissenschaftler über dasselbe Thema schreibt, kommen da sehr, sehr unterschiedliche Texte raus. Wenn Sie ChatGPT nur mit einer Aufgabe konfrontieren, und die Rolle unklar lassen, werden die Ergebnisse immer suboptimal sein. Das heißt, im ersten Schritt, das ist dieser blaue Text hier: You are an experienced B2B Sales Expert with over a decade of expertise in crafting compelling copy und so weiter. Der erste Teil eines Prompts sollte immer beschreiben, als welche Persona in welcher Rolle ChatGPT antworten sollte. Das verbessert schon mal grundsätzlich Stilistik und Qualität. Der zweite Bereich hier, dieser orange Text, your content should exude thought leadership and, it's, and inspire a primary audience of heads of marketing, heads of sales. Das ist die Zielgruppe, die Sie erreichen möchten. Das ist genauso wichtig wie die Rolle. Wenn Sie ChatGPT sagen, du bist ein äh, erfahrener Kommunikationswissenschaftler, der über dieses und dieses Thema schreibt, sollten Sie als zweiten Teil immer dazu angeben, für wen soll dieser Text produziert werden. Ist das ein Zeitungsartikel für eine Fachzeitschrift ist das für eine wissenschaftliche Konferenz, ändert natürlich auch wiederum sehr stark am Output. Aber der dritte Bereich hier, Style, das bezieht sich eben genau darauf, dass ChatGPT, wenn sie ihm keine expliziten Stilanweisungen geben, sehr gerne relativ repetitive Formulierungen verwendet, Stichwort meticulous und diese Texte sehr leicht wiedererkennbar werden. Ähm, den Stil zu beschreiben, dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie können das so wie hier in diesem Beispiel machen. Also eben sagen, ich möchte einen einfach verständlichen äh, Conversational-Ton und so weiter. Eine Alternative wäre, und das funktioniert auch sehr gut, dass Sie ChatGPT ganz konkrete Beispiele geben. Bereits in der Vergangenheit veröffentlichte Texte und ähm, diesen Stil analysieren lassen. Und um sozusagen das System instruieren in einem ähnlichen Stil zu antworten. Eine Alternative ist die Fragetechnik, wenn Sie so wollen. Wenn Sie eine bestimmte Aufgabe lösen möchten, ich habe mich mal ein Wochenende lang damit beschäftigt, wie man eine Browser-Extension schreibt, keine, äh, keine Ahnung, wie das funktioniert, ich bin kein Programmierer und habe mir das von ChatGPT sozusagen beibringen lassen, dann ist eine Möglichkeit, dass sie in etwa von der Struktur her so vorgehen. I will now describe a task I need your help with. I want you to I want you to ask me questions about your role, the desired style, the scope and the objective. Make sure you gather all information needed to optimize this task. Ask your questions one by one. I will input my answers. Once we're done, create an optimized prompt for the initial task. Here's the task. Wenn Sie dieses System verwenden, können Sie den sehr kurz formulieren. Um, ich äh, möchte eine Analyse der, der EU-Parlamentsparteien äh, erstellen. Und sie fordern damit sozusagen ChatGPT auf, sich der Reihe nach sämtliche Informationen zu holen. Einer der Vorteile dieser Systeme besteht natürlich darin, dass die recht genau wissen, welche Informationen sie brauchen. Ich habe Ihnen hier noch ein Beispiel für einen Meta-Prompt. Den benutze ich, wenn ich selber Prompt schreibe, dann lasse ich den existierenden Prompt anhand dieses Scripts überprüfen, um eben zu sehen, ob ich eventuell noch Informationen übersehen habe. Wie gesagt, das nur relativ kurz. Wenn sich jemand von Ihnen da näher dafür interessiert, schauen Sie sich die Prompt-Beispiele an im Moodle, können Sie entsprechend adaptieren. Ich denke, das ist ein Bereich, mit dem sich jeder von uns beschäftigen sollte, beschäftigen wird müssen. Schlichtweg deshalb, weil das Einsparpotenzial, das Zeitpotenzial so groß ist. Und ein, ja, ein uh, Ruben Hassett, ein sehr bekannter E-Experte, hat es mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagt da immer ganz gern: Master AI before it masters you. Es gibt natürlich, und auch das ist wenig überraschend und nicht das erste Mal bei neuen Technologien der Fall, durchaus Befürchtungen, dass äh, AI uns oder dass AI sehr viele Jobs überflüssig machen würde. <laughs> Halte ich nicht für besonders realistisch, aber tatsächlich eine Entwicklung, die man jetzt schon am Arbeitsmarkt sehr, sehr stark sieht. Unternehmen bevorzugen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Erfahrung im Umgang mit AI haben. Das wird in Zukunft auf jeden Fall eine Schlüsselqualifikation werden und auf keinen Fall mehr verschwinden. Abschließend noch ein, ein äh, Gedanke. Ich habe Ihnen vorhin erklärt, wie der Turing-Test funktioniert. Es gibt noch eine andere Metapher, das sogenannte, das sogenannte Chinese Room-Paradoxon. Äh, Stellen Sie sich vor, Sie sprechen kein Wort Chinesisch, aber Sie befinden sich in einem Raum mit umfangreichen. Ähm, Büchern, Wörterbüchern, Schriftzeichen und so weiter. Und sie bekommen Zettel zugesteckt, auf denen chinesische Botschaften stehen. Sie können diese Botschaften sozusagen Zeichen für Zeichen entschlüsseln, indem sie sich die entsprechenden Zeichen raussuchen und das dann Wort für Wort übersetzen. Und sie können auch antworten, indem sie ihre Antworten Wort für Wort übersetzen. Die Frage ist dann sozusagen, oder ich glaube es nicht, die Frage ist relativ offensichtlich, könnte man in einer solchen Situation davon ausgehen, dass die Person in diesem Raum Chinesisch versteht oder beherrscht? Nein, wohl weniger. Und die Frage ist daher sozusagen, inwieweit, und das ist natürlich ein Thema, mit dem sich viele Wissenschaftler und auch Entwickler in den nächsten Jahren noch beschäftigen werden, inwieweit ist ChatGPT und sind solche ähnlichen Systeme eher ein Chinese Room oder eher eine funktionsfähige Turing-Maschine? Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns an dieser Stelle nächste Woche wieder.